Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Ja, im letzten Part sind wir hier in Dimmerstadt gelandet. Da wollen wir natürlich jetzt auch gleich wieder rein. Und wir treffen gleich auf Fässer. Sehr schön. Da wollen wir uns natürlich gleich mit denen ein wenig vergnügen. Ja, wir sind schon ziemlich weit hier in Kingdom Hearts. Scheint so, als würde es auch nicht mehr lange dauern, bis das Projekt beendet ist. Und das ist natürlich dann auch immer ein richtig tolles Ereignis, wenn das Finale bevorsteht, finde ich. Also ich habe, es ist jetzt der Samstag, der 19.10., wo ich das aufnehme. Und heute wurde zum Beispiel jetzt Eternal Eden einfach beendet, offiziell. Also der letzte Part wurde veröffentlicht und es war einfach für mich so ein toller Moment in, ja. Das ist einfach, in diesem Moment da denkst du dir, wow, ich hab's ein ganzes Spiel durchgeschafft. Und ja, da fühlst du dich einfach klasse. Und jetzt funktioniert die Hochtaste wieder nicht. Wollen die mich verarschen? Ja, meine Tastatur spinnt zurzeit. Ich kann... Moment, Augenblick, ich werde ganz kurz meine Tastenbelegung ändern. Das wird kurz dauern. Ich werde die am besten hier. Okay. So, Entschuldigung. Jetzt muss ich nur dran denken, dass die Hochtaste nicht belegt ist. Ach, das wird jetzt eine Umgewöhnung. Ah, und schon habe ich es verkackt. Ha, super. Ach ja. Die Gegner hier, die kamen doch auch bei Peter Pan, glaube ich. Nein, bei irgendeinem anderen. Irgendwo waren die noch vertreten. Denke ich. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ah, schnell! Die dürfen nicht angreifen. Ah. Warum geht das nicht? Ah, jetzt. Aber ging vorher nicht. Ha, ich konnte vorher nicht springen. Okay. Ah, hallo. Ich stech die Karten und du nicht. Geht ja mal gar nicht. Ich war heute auf einer Cosplay-Veranstaltung in Nürnberg. Ja, ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg, falls es jemand nicht weiß. Komm. Genau. Hallo, lasst mich. Das war ganz lustig. Also, da wurden ein Dance-Off-Wettbewerb veranstaltet, Cosplay und so. Ja. Ja, Cosplay. Ach, ich bin so eine... Ach, singen, Karaoke, meinte ich. Es war ja eine Cosplay-Veranstaltung insgesamt. Oh. Ich bin doch so manchmal schon eine Intelligenzbestie. Wir heilen uns auch mal, denn... Ja. Ist, glaube ich, besser. Ha, Simba schreit denen die Ohren voll. Dann passt es auch wieder. Hier. Wind. So, und jetzt schauen wir mal hier. Bam! Wir setzen mal Blitz an. Ja, und da war ich halt mit meiner besten Freundin, beziehungsweise Schwester. Also, ja, sie ist halt... Ja, sie ist... Also, wir sind nicht verwandt, keine Sorge. Ja, sie ging als Lara Croft und... hatte halt ein eher improvisiertes Kost. Aber ich fand, sie sah schon aus wie Lara Croft. Also, nur manche haben sie gefragt, ob sie denn vom Fahrrad gefallen ist, so wie sie aussah. Also, ja. War manchmal etwas merkwürdig. Aber naja. Was will man machen? Halt. Och. Kommt her, ihr kleinen Prozis. Jetzt haben wir die Lebenspunkte da. Nicht bekommen. Naja, das macht jetzt auch nichts aus. Da, Daniel darf auch mal wieder ran. So. Und da kommt auch schon Goofy. Ich wollte eigentlich so machen, aber gut. So, sammelt die Erfahrungspunkte mal so ein. Ah, die brauchen wir nämlich. So, da. Brauchen wir sogar ganz dringend. Ja, hau den nieder, komm. Mach.
Ah, hallo, das geht gar nicht. Dass sie immer meine Karten stecheln wollen, aber das darf nur ich. Das darf nur ich, habe ich gerade eben gesagt. Dass sie mir nicht zuhören. Bam. Ja, der Erste hat es schon spüren müssen, ne? Ah, wieder einsammeln. Ach ja. Fire! Ja, getroffen. Und Freeze. Auch getroffen. Halleluja. Dürften wir dann langsam voll sein. Donald, los! Ach nö. Es ist der hinter uns und ich wollte mich gerade noch umdrehen. Sora, manchmal bist du schon scheiße, ne? Ja, jetzt geht er dahin. Will der mich verarschen? Geh mal aus dem Weg. Geh mal aus dem Weg. Hallo, geh aus dem Weg, habe ich gesagt. Und Mücke, du auch. Fliege. Bam, bam, bam. Komm, und nochmal. Die Gegner kriegen auch pro Etage mehr. Ein bisschen mehr Lebenspunkte, habe ich das so das Gefühl. Das darf da gleich Platz sein. Komm, noch ein bisschen. Ja. Und wir kriegen eine Mokri-Karte. Mokri-Raumkarte. Oh Gott, das war mein Fuß gegen Sneeko. Das tut mir furchtbar leid. Ha, erwischt. Jedes Mal, weil es zu nah an mich reinsteht, da mein Schwenkarm kaputt ist. Tut mir leid. Und ich sehe es auch nicht ein, solange das noch so funktioniert, ein neues Mikro zu kaufen. Ein Mikrofonständer, meine ich. Sie hat Ständer gesagt. Ja. Wir haben Donald wieder. Ah, komm mal. Gleich mal. Und schnappen und einsetzen. Puh. Und der setzt Blitz ein. Und da kam er gleich wieder. Hallo, ich wollte Donald und nicht die Karten. Kaputt, kaputt. Oh, da ist auch Goofy mal wieder. Da, Goofy darf das mal voll erledigen. Hallo? Bam! Hau nieder, komm! Komm, Sora! Komm jetzt mit Goofy hier. Ach, komm. Fire! Freeze! Und trifft auch daneben. Halleluja! War ja irgendwie klar. Bam! Kaputt sind sie. So, Wind, weil wir gerade keine Heilung brauchen. Ist auch besser so, denke ich, wenn wir jetzt uns nicht unnötig irgendwie heilen, weil es wir nicht brauchen. Ich hätte doch eine Kombo machen müssen mit Donald. Boah, ihr seid so scheiße, ihr Mistviecher. Kommt, verreckt jetzt. Wollt ihr jetzt mal verrecken? Ah, nein! Ich darf stechen, ihr nicht? Stechen. Ja, ich bin heute lustig drauf. Und am Aufnehmen. Ha. Das. Komm jetzt her, du blödes Mistviech. Feier. Ja, ignoriert die Hintergrundgeräusche. Ach, ja. Jetzt fliegt der Mistkerl hinter uns. Super. Echt genial. Ah. Super, super, super. Kreuzung der Welten, what? Was ist das denn für eine Karte? Müssen wir gleich mal ausprobieren. Oh, ich vergesse dauernd. Ich will doch das Fass kaputt machen. Jetzt! Oh, da ist nämlich das da drin. Königsanhänger. Und wir kommen in den Kampf herein. Sehr schön. Gleich mal kaputt machen die Viecher. Blitz! Bam! Wollt ihr gegrillt werden? Ja, okay. Habe ich euch den Gefallen gerade getan. Tadam! Ah, hallo! Jetzt müssen die genau in diesem Moment ihre Karten einsetzen. Jetzt haben wir nicht. Hallo! Boah! Und dann haben die Karten noch so eine ewig lange, Erholzeit von da, das ist schlimm. Hier, hier. Bam. Donald, los. Ja, du musst uns nicht zweimal heilen, aber danke, ne? Und los. Donald. Phew.
Gott. Und wieder geheilt, obwohl wir es nicht brauchen. Yay. Ach ja, nur diese Zufallsgeneratoren. Und wenn wir es brauchen, dann setzt es nicht ein. Da, nimm das. Goofy, komm, die muss brauchen ein paar Mal panieren. Paar Manieren heute. Nichts panieren. Was? Schnitzel panieren? Okay, bin dabei. Hier. Wir gehen jetzt Schnitzel panieren. Goofy, komm! Und tot. Und schon wieder Kreuzung der Welten. Müssen wir dann ausprobieren mal. Wenn wir jetzt erstmal den Raum erkundet haben. Mokri-Punkte! Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich da die Tastenbelegung geändert habe. Und da ist eine Kiste. Ein Fass, ein laufendes. Mimik heißt die. Damn, hier, kaputt. Nein! Das war knapp. Das war richtig knapp. Und Goofy, los, come on. Donut gleich in der, die dürfen nicht angreifen, sonst zerstören die sich selbst und das wäre fatal. Weil dann kriegen wir nämlich keine Erfahrungspunkte. Und wir wollen ja die Erfahrungspunkte, deswegen kämpfen wir ja. Ich will die Erfahrungspunkte haben, gib sie mir. Hallo? Das sind harte Brocken. Richtig harte Brocken. Donald! Ach komm, warum haltst du mich, wenn ich es nicht brauche? Das ist doch blöd. Oh, wo kommen die ganzen Fässer her? Das ist unglaublich. Schaut mal, wie viele das sind. Oh. Jetzt geht's aber los hier. Donald! Bam! Und der eine ist kaputt. Ach nö, ich wollte doch nur die Erfahrungspunkte einsammeln. Goofy, come on! Nein! Schon wieder, Leute! Und ich will die Erfahrungspunkte haben, habe ich das schon mal gesagt. Nein! Jetzt ganz schnell. Nein, nicht zerstören! Nein! Du auch, du nicht. Oh mein Gott, jetzt haben sich schon zwei selbst zerstört. Das ist doch scheiße. Hallo, geh hoch. Ach ja. Aber wir haben eine Stufe ab und wir können eine neue Kombo erlernen. Sanctus, füge einem anvisierten Gegner sowie allen Gegnern in seiner Nähe Schaden zu. Mega Alter, Finale, Elixier, beliebige Itemkarte. Oh, das ist ja heftig. Das ist richtig geil. So, da ist noch ein Fass. Oh, Lebenspunkte. Yay. Jetzt können wir uns auch in den nächsten Raum wagen. Ah! Ich will die Tür treffen, hallo. Ja, geht doch. So, eins. Was haben wir in Einserkarten? Nichts. Und dann Zweierkarten. Anhaltende Betäubtheit. Mokri-Raum. Ups, jetzt habe ich einen Dreier verwendet. Oh, ich bin doch dumm. Oh. Naja, besser als nichts. Wir haben ja wieder... Oh, wir kriegen ja ganz viele Lebenspunkte, wo wir die nicht mehr brauchen. Vorher hätten wir sie gebraucht. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir geheilt. Oh. Aber da ist ein Mokri. Hier hast du einen Z-Kartenkupper. Ah, was kriegen wir? Und eine Premium-Karte. Aber nur Zweier. Okay. Wir gehen erstmal einwechseln. Und zwar die hier, die hier, nein, die mal nicht, die auch nicht, die. Nein. Ah, die hier aber, auch wenn es eine Premium-Karte ist, aber. Ah. Lass mal. Halt. Tut mir leid, Naseweiß. Mega älter, kriegen wir ja jederzeit wieder. Ist ja kein Problem. So, jetzt holen wir uns ein. Oh mein Gott! Da holen wir uns natürlich so eins. Ach ja, Bambi ist gut. Und Feenhafen.
Aber die anderen, naja, die kann man eigentlich wieder eintauschen. Da, die hier. Und die hier. Und welche war's? Noch eine konnte man eintauschen. Ich glaube, es war die hier. Genau. Ah, ich hatte recht. Sehr schön. So. Dann haben wir das auch erledigt. Wir können eigentlich unser Set mal wieder verwalten. Hinzu. Wir haben nämlich noch genug Platz für eine weitere. Nämlich für die hier. Ja, der Platz ist genug da. Und dann würde ich noch eine... welche würde ich noch hinzufügen? Nehmen wir Bambi? Ah ne, der hat zu viel, der passt nicht rein. Ginny vielleicht? Der würde reinpassen. Merken wir uns mal. Äther. Schnell nachstocken, Magiekarten. Ach ja, schauen wir mal. Halt. Nein. Angriff C, 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 C plus, Schlagtempo C. Stichauszahl. Oh, das klingt eigentlich. Ja, aber die sind wieder drüber. Wobei, halt, die da nicht. Die da auch nicht. Die wäre noch direkt im Rahmen. Nehmen wir doch die da mal. Ja. So kann man es eigentlich lassen. Genau. Dann haben wir uns darum auch mal wieder gekümmert. Wo müssen wir jetzt nicht als erstes hin? Ich würde sagen, da hoch. Dann machen wir das ja mal gleich. Ich vergesse dauernd, dass ich die... Oh, das ist doch nervig. Ja, also. So, das müsste eine 4 sein. Vielleicht sollten wir da mal Kreuzung der Welten machen. Einfach zum Schauen, was es eigentlich genau ist. Auf jeden Fall mit Herzlosen. Aber was für eine, das ist mir noch nicht bekannt. Das wird sich dann zeigen. Ja. Hallo? Nicht selbst zerstören, habe ich euch das nicht schon oft genug gesagt? Nein! Oh. Nein, oder? Seht ihr das? Die Gegner sind, haben alle höhere... Oh Gottchen. Das ist ja kacke. Oh, komm her. Es wird mir ein Vergnügen sein, deine Karten zu stechen. Die Gegner sind alle stärker. Das... Okay. Dann ist auf jeden Fall gnadenlose Dunkelheit oder starke Dunkelheit oder so dabei. Auf jeden Fall irgendwas Stärkeres. Tada! Wow. Ihr seid alle kaputt. Und Ayo. Schnell! Nein! Und jetzt die nächste! Nein! Oh, Gott sei Dank. Das ist das Schlimmste, wenn man keine Karten mehr hat und dann aufstocken muss und ihn derzeit angreifen. Nein! Ich habe gesagt, nein, nicht selbst zerstören. Aus, pfui. Bis es fass. Dann hol dir friedlicher Schatz. Okay. Bam. Yay, erwischt. Okay. Gut. Ja, hier. Ich bin ja gespannt, wie das die Kreuzung der Welten eigentlich genau funktioniert. Vielleicht findet man da auch was in, der Reisechronik dazu. Können wir ja eigentlich mal nachschauen. Wenn wir schon hier sind und so. Das können wir gleich nach dem Kampf hier noch machen. Ja, hier. Bam. Ach komm, mach die ein bisschen platt. Das sind ja diesmal keine Fässer, die ein... Oh Gott, wie viel Schaden haben wir genommen? Das ist ja irgendwie nicht mehr feierlich. Das merke ich jetzt erst. Komm, Donald. So lange kann ich die Erfahrungspunkte einsammeln. Heilen hättest du uns auch diesmal können. Ach ja. Und da kommt ein Goofy daher. Hier. Müssen wir uns eben selbst heilen, wenn kein Donald uns heilen möchte.
Spoofy, come on! Ach nö. Aber wenigstens hat Freeze erwischt. Hier. Ach ja, macht nicht so arg viel aus, finde ich. Ah, schnell einsammeln. Bevor dir auf die Idee kommt, anzugreifen. Wait! Wir haben eindeutig zu viel Karten. Da, komm her. Goofy, come on! Haha, erwischt. Tja, siehst du? Wir haben dich trotzdem erwischt. Ach ja. Thunder! Ah, hier. Hallo? Oh, seht ihr das? Turbo-Propper haben wir bekommen. So, jetzt wollten wir nämlich in der Reisechronik nachschauen. Kartenindex. Raumkarten. Da. Wo ist er denn? Kreuzung der Welten. Ein Raum, in dem alles passieren kann. Das klingt ja sehr... Und wir haben Turboprop erhalten. Nachstockkinetik ermöglicht das Kartenset im Laufen nachzustocken. Das ist ja geil. Dauert dreimal nachstocken. Das ist echt geil. Wir haben alle Raumkarten, wir haben alle Premiumkarten, wir haben alle Freundeskarten. Alle Premiumkarten? Achso, ja, alle Einträge. Alle Freundeskarten. So, gehen wir zu Charaktere 1, wenn wir schon dabei sind. Vexen. Ein Mann, der ganz für seine dubiose Forschung im Schloss des Entfallens lebt. Vexen wollte Sora zerstören, indem er Riku kontrollierte und die beiden gegeneinander kämpfen ließ. Als dieser Plan aber fehlte, konfrontierte er Sora persönlich in der Gestalt von Riku. Oh. Okay. Gut, an dieser Stelle mache ich dann auch einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, tschüss!